Kapitel 11 Gerechtigkeit schafft Frieden. Seitdem das Gesetz am Berg Sinai gegeben wurde, mussten sich die Juden die Segnungen Gottes verdienen. Wie wir bereits festgestellt haben, erhielten sie den Segen, wenn sie gut, gerecht waren, und wenn sie ungerecht waren, empfingen sie den Fluch. Denk immer daran, dass Gott seinen Standard für Gerechtigkeit bestimmt hat. Gott ist der Einzige, der den Standard von richtig und falsch festlegen und bestimmen kann. Jeder Versuch unsererseits, Gerechtigkeit unabhängig vom Wort Gottes zu definieren, ist in Wirklichkeit Humanismus. Genau das tat Adam im Garten Eden. Von dem Zeitpunkt an, als Adam von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse nahm, wurde der Mensch sein eigener Gott. Er entschied durch sein eigenes Urteil, was richtig und was falsch ist. Er versuchte sogar, Gott dazu zu bringen, seinen Standard zu akzeptieren. Das Recht, richtig und falsch zu definieren, steht jedoch nur Gott zu. Denk immer daran, dass Satan die Menschen in Versuchung führen wollte, als er sagte, ihr könnt Götter sein und selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. An dieser Stelle wurde der Humanismus geboren, der die Grundlage aller falschen Religionen bildet. Der Humanismus stellt den Menschen ins Zentrum des Universums. Seine persönlichen Ansichten sind ausschlaggebend für die Definition von Gut und Böse. Der Mensch ist sein eigener Gott. Er schafft seine eigenen Standards und Regeln. Doch was am schlimmsten ist, er definiert selbst, was Gerechtigkeit ist. Dieses Recht steht jedoch nur Gott zu. Das Wort Häresie wird in den christlichen Kreisen sehr frei verwendet. Normalerweise bezeichnen wir jemanden als Heretiker, wenn er von unserem Glauben abweicht. Das Wort Häresie hat seine Wurzeln jedoch in einem Wort, das wählen bedeutet. Also ist ein Heretiker einer, der auswählt, was er glaubt. Das Wort Gottes hat keine absolute Autorität für einen Heretiker. Er sieht die Wahrheit als etwas, das ausgewählt werden kann. Aus diesem Grund führt er sein Leben nach seiner Vorliebe und nicht aus Überzeugung von der Wahrheit. Jemand wird zum Christen, wenn er Jesus zum Herrn macht. Da er der Herr ist sein Wort die endgültige Autorität von allem, was wir glauben sollen. Das sollte alle unsere Ansichten und Meinungen prägen. Ganz gleich, wie wir hinsichtlich einer bestimmten Sache fühlen, überlassen wir ihm das Recht der Wahl. Wenn jemand unabhängig vom Herrn entscheidet, was er glauben will, wirkt er außerhalb des Bereichs der Herrschaft Gottes. In der ganzen Geschichte war diese Wahlmöglichkeit der entscheidende Faktor, warum Kirchen von innen her zerstört wurden. Wir haben uns dafür entschieden, viele falsche Dinge über Gott, über das Kreuz Christi und über eine Beziehung mit Gott zu glauben. Die Kirchengeschichte zeigt, dass sich der Mensch fortwährend für die angenehmeren und weniger bedrohlichen Glaubensgrundsätze entschieden hat. So zum Beispiel war es jahrhundertelang gebräuchlich, durch Untertauchen zu taufen, doch von dem Zeitpunkt an, als dies als unangenehm empfunden wurde, wurde es von der Kirche in ein bloßes Besprengen umgeformt. Das war in sozialer Hinsicht akzeptabler. Die Vorstellung, dass Gott sich über uns ärgert, ist auch ein Glaube, der aus Vorliebe angenommen wird. Jesus war nicht ärgerlich, Jesus war nicht richtend oder fehlersuchend. Er sagte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er war das genaue Ebenbild Gottes. Deshalb handelt Gott mit dem Menschen nicht in einer Weise, die einen Widerspruch zum Leben und Wirken Jesu darstellen würde. Dennoch behaupten wir, dass Gott ärgerlich und fehlersuchend ist. Warum? Es ist ein praktisches Mittel, um andere zu kontrollieren. Es ist die Botschaft der eigenen Wahl. Das Christentum ist keine Religion der eigenen Wahl und der Bequemlichkeit. Wir kommen seelisch verletzt und mit vielen Problemen konfrontiert zu Gott.
Das Chaos in unserem Leben basiert auf den Entscheidungen, die wir aufgrund unserer persönlichen Glaubensinhalte getroffen haben. Unser Leben kann sich nicht ändern, wenn sich unsere Glaubensinhalte nicht ändern. Man kann nicht zu Jesus kommen und Veränderung erwarten, ohne seine Glaubensinhalte anzunehmen. Wenn jemand seine Ansichten und Meinungen nicht Gott unterordnet, wird er weiterhin sein eigener Gott sein. Er wird weiterhin dieselben Schwierigkeiten haben und dieselben Verletzungen erfahren wie zuvor. Gott wirkt in unserem Leben, wenn wir die Wahrheit glauben. Das größte Chaos kommt über das Leben eines Christen, wenn er sich weigert, Gottes Definition und Standard der Gerechtigkeit anzunehmen. Weil wir die Glaubensgerechtigkeit nicht verstehen, vertrauen wir auf die Werkgerechtigkeit. Diese klingt vernünftig und wir können sie begreifen. Sie verlangt von uns nicht, etwas zu glauben, was momentan nicht im Bereich der Dinge liegt, die wir verstehen können. Wir alle verstehen die Werkgerechtigkeit. Sie funktioniert folgendermaßen. Wenn ich nur gute Taten tue, wird Gott mich annehmen und ich erhalte seinen Segen. Wenn ich irgendetwas falsch mache, nimmt Gott mich nicht an und ich werde gezüchtigt. Wir sehen dies unter dem Blickwinkel des Gesetzes. Die Werkgerechtigkeit lebte in der Frühkirche wieder auf und dauerte bis ins Mittelalter hinein. Vieles aus der Theologie der frühen katholischen Kirche beeinflusst unsere Vorstellung von Gott noch immer. Die Werkgerechtigkeit bewirkt immer Angst und Ablehnung. Man weiß niemals, ob das, was man gemacht hat, gut genug ist. Man hat keine Gewissheit der Vergebung Gottes. Diese Angst ist eine Qual. Die einzige Möglichkeit, von dieser Qual befreit zu werden, ist der Glaube und das Erfahren der Liebe Gottes. 1. Johannes 4, Vers 18. In Römer 1, Vers 16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wenn jemand die frohe Botschaft nicht glaubt, erfährt er die Kraft Gottes nicht. Er kann das Heil, das Jesus für uns erworben hat, nicht ausleben. Welchen Teil der guten Nachricht du auch immer glaubst, du kannst die Kraft empfangen, danach zu leben. In Vers 17 fährt Paulus fort, denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Die Glaubensgerechtigkeit ist die frohe Botschaft. Die Glaubensgerechtigkeit ist der Anfang und das Ende des christlichen Lebens. Es geht nicht vom Glauben zu den Werken, es geht aus Glauben zum Glauben. Deshalb wurden die frühen Kirchenmitglieder Gläubige genannt. Alles, was sie mit Gott erlebten, war ein Ergebnis dessen, was sie glaubten, nicht dessen, was sie taten. Im Alten Bund kam das Ergebnis durch die Werke zustande. Rechtschaffene Werke qualifizierten dich dafür, die Verheißungen Gottes zu erhalten. Doch wir haben einen neuen und anderen Bund. Es ist ein besserer Bund mit besseren Verheißungen. Gott hat einen neuen Bund geschlossen. Er beabsichtigte damit, uns vom alten Bund zu befreien. Er hat uns von der Werkgerechtigkeit freigesetzt, um uns dazu zu befähigen, das Leben, griechisch Zoe, zu empfangen, das Jesus uns erworben hat. Aber wir sind leider immer noch auf den alten Bund fixiert. Wir orientieren uns an der Werkgerechtigkeit, weil wir die Glaubensgerechtigkeit nicht verstehen und nicht an sie glauben. Wir betreten den Bereich der eigenen Wahl und rechtfertigen uns durch unsere Begründungen. Es ist traurig, aber wir sind selbst diejenigen, die darunter leiden. Wir berauben das Opfer Jesu der Kraft durch unseren traditionellen Glauben. Markus 7, Vers 13. Die Werkgerechtigkeit spricht den fleischlichen Sinn des Menschen an. Laut Römer 8, Vers 5 ist der fleischliche Denksinn auf das Fleisch fixiert.
Erinnere dich, dass wir vom Fleisch sprechen, wenn wir versuchen, durch die Werke des Fleisches gerecht zu werden. Für den fleischlich orientierten Denksinn klingt die Werkgerechtigkeit vernünftig. Sie ist sinnvoll. Sie passt zu unseren Glaubensgrundsätzen. Römer 8, Vers 5 sagt, denn die nach dem Fleische leben, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geiste leben, auf das, was des Geistes ist. Wer auf das Fleisch fixiert ist, stellt den Menschen und seine Werke in den Mittelpunkt seiner Religion. Gott hingegen wird an den Rand gedrängt. Ein solcher Mensch orientiert sich nicht nach dem Werk des Geistes Christi. Er ist sich der Tatsache nicht bewusst, dass die Gerechtigkeit ein Werk des Geistes der Gerechtigkeit ist. Römer 8, Vers 8 erklärt uns deshalb, die aber im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Warum? Fragst du dich vielleicht. Hebräer 11, Vers 6 erklärt es so, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Galater 2, Vers 16 erklärt es noch auf eine andere Weise. Da wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Gott hat definiert, was Gerechtigkeit ist. Wir dürfen seine Definition nicht verwerfen, weil wir eine Vorliebe für etwas anderes haben, das aus der Quelle unserer Vernunft stammt. Unsere Zurückhaltung, die wir der Glaubensgerechtigkeit gegenüber haben, kommt davon, weil wir sie nicht verstehen. Wir haben irrtümlicherweise gedacht, dass wir es dann etwas glauben können, wenn wir es verstehen. Da steckt auch ein Körnchen Wahrheit drin, doch die Bibel zeigt uns, dass es gerade in der umgekehrten Reihenfolge geschieht. Wir müssen glauben, damit wir verstehen. Hebräer 11, Vers 3 erklärt, durch Glauben erkennen wir. Wenn wir uns dafür entscheiden, Gott zu glauben, haben wir den Zugang zum Verständnis. Wir werden deshalb niemals verstehen, was wir nicht glauben. Warum ist es so wichtig, dass wir die Gerechtigkeit als Geschenk annehmen? All dies mag uns bedeutungslos erscheinen, bis wir den praktischen Unterschied sehen, den es ausmacht. Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat Frieden den Menschen gegenüber. Wir haben das bereits behandelt, doch warum ist es so wichtig, dies zu verstehen? Obwohl Gott mit uns Frieden geschlossen hat, haben wir vielleicht keinen Frieden mit ihm. Wenn wir in Unsicherheit und Angst leben, was unsere Beziehung mit ihm betrifft, können wir nicht frei von der Sünde sein. Wir haben bereits gesehen, wie die Werkgerechtigkeit die Sünde in unseren Gliedern lebendig werden lässt. Das Gesetz bewirkt, dass wir unsere Sünden verbergen. Barmherzigkeit und Vergebung hingegen schaffen eine Atmosphäre des Friedens und der Liebe, die es uns ermöglichen, mit unserer Sünde fertig zu werden. Solange wir mit unserer Sünde nicht offen vor Gott zu treten wagen, können wir nicht davon freigesetzt werden. Wir können nicht frei und aufrichtig damit umgehen, wenn wir uns des Friedens Gottes nicht bewusst sind. Eine Atmosphäre, die dir sagt, dass Gott dich deiner Sünde wegen schelten wird, ist eine negative, unproduktive Atmosphäre. Sie fördert Selbstgerechtigkeit und Täuschung. Wir verteidigen und rechtfertigen unsere Taten. Anstatt belehrbar zu sein, verteidigen wir unsere Position. Wenn wir nämlich falsch liegen würden, riskieren wir, dass Gott über uns richtet. Doch weil Gott gemäß der Glaubensgerechtigkeit sein Urteil bereits an Jesus vollzogen hat, brauchen wir uns nicht zu fürchten, dass er uns richten wird. Viele Geistliche fürchten diese Botschaft. Sie befürchten, dass sie einen lockeren und lässigen Lebenswandel fördert. Sie fürchten, dass die Menschen die Güte Gottes ausnutzen und sündigen würden.
Aber in Wahrheit ist es so, wenn die Menschen an die Glaubensgerechtigkeit glauben, fühlen sie sich weniger gezwungen zu sündigen. Wenn jemand an das Leben Gottes glaubt, wenn er alle guten Dinge sieht, die Gott den Menschen bietet, dann wird er auch sehen, dass die Welt nichts zu bieten hat. Die meisten Menschen glauben, dass die Welt die guten Dinge zu bieten hat, doch das ist nicht wahr. Das Problem ist, sie haben die falsche Botschaft gehört. Sie denken, dass das Christenleben ein vertrockneter Lebensstil mit Krümel als Nahrung und abgetragenen Kleidern ist. Versucht das einmal Abraham, David oder irgendeinem anderen Patriarchen zu erzählen. Es gibt laut der Bibel eine Zeit des Leidens. Doch wir sollten nicht aus Unglauben oder Unwissenheit leiden. Wenn ich für das Evangelium leiden muss, will ich es froh tun. Selbst aus diesem Leiden gehe ich als Sieger hervor. Oder ich leide so wie Jesus. Hebräer 2, Vers 18 sagt, dass er litt, als er in Versuchung geführt wurde. Sein Leiden zeigte, dass er nicht für sich, sondern für Gott lebte und die Sünde ablehnte. Ich werde gerne Nein zu mir selbst und zur Sünde sagen. Das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich will auch leiden, indem ich meinen Willen, meine Ansichten und das, was ich seinem Willen, seiner Sicht und seiner Ansicht vorziehe, ihm übergebe. Die Botschaft des zornigen Gottes, des Leidens und die Prüfungen haben die Welt dazu bewogen, dem Evangelium den Rücken zuzuwenden. Eine solche Botschaft ist überhaupt nicht das Evangelium, die gute Nachricht. Die Welt kann nur durch die frohe Botschaft gerettet werden. Diese Botschaft besagt, dass Gott dir nicht zürnt, dass Gott dich liebt, dass die Gerechtigkeit ein Geschenk ist, dass für deine Sünden bezahlt worden ist, dass Jesus für all dies vorgesorgt hat. Das ist die frohe Botschaft, die der Welt verkündet werden soll. Die Botschaft vom Zorn Gottes hilft den Menschen nicht, sich von der Sünde fernzuhalten. Sie macht sie zu Heuchlern und Lügnern. Sie sündigen dann nicht weniger als irgendjemand sonst. Sie verstecken ihre Sünden nur besser. Ein Mensch, der sündigen will, wird sündigen, ganz gleich, woran er glaubt. Er wird immer einen Weg finden, seine Sünde zu rechtfertigen. Bevor ich einen Menschen dazu bringen kann, das Problem einer Sünde anzugehen, muss er von der Angst vor dem Gericht frei sein. Gott sagte, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wo Zorn ist, gibt es keine einsichtige Verhandlung. Tatsächlich warnt uns das Buch der Sprüche, sich mit zornigen, unvernünftigen Menschen einzulassen. Wir wollen vor Gott weder beweisen, dass wir Recht haben, noch unsere Sünden rechtfertigen. Eine einsichtige Verhandlung mit Gott besteht dort, wo wir in einer Atmosphäre der Liebe vor einem liebenden Gott stehen und unsere Sünden bekennen. Hier treffen Barmherzigkeit und Wahrheit aufeinander. Hier ist es, wo die Güte Gottes uns zur Umkehr leitet, Römer 2, Vers 4. Hier findet ein verwirrtes und verurteiltes Herz vor Gott Barmherzigkeit und Gnade in Zeiten der Not, Hebräer 4, Vers 16. Wenn ich nicht vollkommen davon überzeugt bin, dass ich durch den Herrn Jesus gerecht bin, werde ich niemals Frieden erfahren. Ich werde mich niemals sicher fühlen. Vor kurzem sprach ich mit einer Person, die einem Irrtum zum Opfer gefallen war. Diese Person glaubte, dass schlussendlich jeder in den Himmel kommen würde. Als wir darüber sprachen, warum sie das glaubte, sagte sie, ich hatte früher große Angst, dass mir nicht vergeben würde und ich in die Hölle kommen würde. Die Botschaft, dass alle in den Himmel kommen, gab mir großen Frieden. Der Mangel an Frieden verleiht die Menschen dazu, auf Irrlehren hereinzufallen, die einen Frieden versprechen, der auf einer falschen Grundlage basiert. Viele Menschen haben ihren Glauben an Gott aufgegeben und sind der Sünde verfallen. Als ich mit einem Mann sprach, sagte dieser, ich wusste einfach nicht, ob Gott mir wirklich vergeben hatte. Weil er nicht wusste, dass er gerecht war, hatte er keinen Frieden. Der Mangel an Frieden zerstörte seine Beziehung mit Gott.
Dann gibt es diejenigen, die verbittert sind. Sie bemühen sich, das Richtige zu tun. Sie versuchen, die Segnungen zu verdienen. Wenn sie keinen Frieden bekommen oder die Erwartungen, die sie haben, sich nicht erfüllen, werden sie verbittert und ärgern sich über Gott. Unser Friede kann nicht auf unseren Leistungen basieren. Das wäre zu unberechenbar. Wir würden hin und her wanken. Unser Glaube kann nicht auf einer falschen Lehrmeinung basieren. Denn dann müssten wir diese Lehre verteidigen, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Unser Friede muss in der Gewissheit des vollendeten Werkes Jesu verwurzelt sein. Wenn Jesus meine Gerechtigkeit ist, dann ist er das Zentrum meines Lebens. Für jede Verheißung in der Bibel schaue ich auf zu ihm und zu seinem vollendeten Werk und sage, durch dich wurde ich fähig gemacht. Wenn ich Probleme habe, schaue ich zu Jesus und sage, dank dir weiß ich, dass diese Probleme nicht Gott gewollt sind. Wenn Angst in mein Denken einzudringen droht, schaue ich zu Jesus auf und sage, wegen dir muss ich mich nicht fürchten. Du bist mein Friede.